Willkommen zu Let's Play Resident Evil Zero HD. Heute erschien das Remake für die PS4 von Resident Evil Zero. Ich kenne die Serie gar nicht und deshalb wird es einfach mal Zeit, um einen Teil davon zu Let's Playen. Es ist der nullte. Er spielt vor dem ersten Teil, aber er ist nicht als... Ich bin so schlau, ne? Aber er ist nicht als erstes erschienen und ich würde sagen, wir spielen ihn einfach mal. Einfach so aus Spaß. Ich habe schon kurz angetestet, aber das geht, ne? Das müsste jetzt eigentlich ein Spielstand sein, aber da dürfte nichts gespeichert sein, deshalb ein neues Spiel. Einfach oder normal? Ich weiß, ich glaube, wir spielen einfach mal auf normal. Das müsste ich schon hinbekommen. Okay, ja. Ja, gibt's hier noch irgendwas? A midwestern town in America, Raccoon City, a solitary island far off in the sea, Rockfort Island, an island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the mansion incident. Vor dem Vorfall. Hmm. Do you think so too? Yeah. Do about it. Hold off for a while. I wonder how those iron people react to this. Du bist schuld, oder? It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! Hmm? What happened? Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Hmm.
Ach du Scheiße, ey. Nein. Na super. Ach so. Damit herzlich willkommen jetzt richtig zu Resident Evil Zero HD. Ich drück alles. Ich kann das Menü aufrufen und dann auch direkt wieder gehen eigentlich. Schießen kann ich noch nicht. Kann ich hier irgendwie durch? Warte. Nein. Ist alles gut. Kart. Mal hier ein bisschen umgucken. Zug. Ach so, das sind diese Optionen. Partner. Ah, okay, kann ich gar nicht auswählen. Okay, warte, wie rufe ich ihn? Mit welchem Knopf? Okay, mit Viereck. Und meine Stimme ist am Sterben, ich weiß nicht wieso. Okay. Gut. Okay, mit X kann ich Türen öffnen. Anscheinend. This is Officer Chambers from Stars Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that it has been able to detect that our common. But as of 2 years ago, when a similar plan was set up, the local government stepped in and took all. Ach du Scheiße. Habe ich gelernt, wie man schießt? Nein, habe ich nicht. Ich muss eh wahrscheinlich nur... Junge, bring mir... Ist klar. Der bringt mir ja gar nichts bei hier. Hallo, Tutorial. Ich weiß gar nicht, wie irgendwas funktioniert. Es geht einfach mal hier sofort. Nein. Boah, was für ein Scheiß. Ich weiß gar nicht, wie man schießt, Leute. Fuck. Ja. Ich kann voll was machen, ne? Oder soll ich hier einfach nur flüchten? Ich meine, was ist das für ein Scheiß? Ich weiß gar nicht, wie was funktioniert. Richtig lame. Kann ich denn irgendwie schießen? Okay, so rufe ich die Karte auf, aber das will ich nicht. Mit dem Knopf. Danke, das hättest du mir auch vorher sagen können. Arschloch. Komm, dann bringe ich die um, Alter. Tschüss. Läuft ziemlich gut. Ja, der hat hart gelitten. Okay. Gott. Oh, Headshot. Naja, nicht wirklich. Willst du mich verarschen? Ja, der ist dabei gestorben, wie er mich umgebracht hat. Okay, wir sehen im ersten Part schon den Deathscreen. Das ist ziemlich schön. Resident Evil Zero. Bin ich wieder ganz am Anfang? Nee, bin ich nicht. Okay. Du bist scheiße. Du bist echt scheiße. Resident Evil Zero. Gut. Dann bis gleich. Ich spiel mal auf einfach.
Zero. Bis gleich, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Was für ein Fail. Ah! Ich hab alles übersprungen! Alles geil! Geil, dann muss ich ja gar nicht schneiden. Okay. Wir spielen auf einfach, Leute. Es tut mir leid. Aber nach der Katastrophe gerade eben. Ich weiß nicht, ob es hier wirklich besser wird, ne? Diese Sequenz kann ich nicht überspringen. Keinster Art und Weise. This is Officer Chambers from... Okay. Oh Mann. Der ist schon nach 2 Schüssen gestorben. Okay, dann erkenne ich hier einen Unterschied. Stirb. Nice. What just happened? I thought they were dead. Okay. Kann ich den irgendwie kaputt machen? Vor allem, ich habe ja auch nicht hier so die Sicht. Ne, ihr wisst, was ich mache hier, ne? So, irgendwie auch wie ein Ansel Dorn hier gehalten. Hab halt hier nicht diese Ego-Sicht. So, okay. Raum 201. Was ist denn hier? Ich habe jetzt halt Angst, dass das Spiel ein bisschen zu einfach ist auf einfach. Aber glaube ich nicht. Farbband mitnehmen. Ja, komm, nimm mal mit. Klar. Kann man sich auch irgendwie heilen? Ich meine, ich krieg hier nichts beigebracht, ne? Auch irgendwie geil so im Sinne von... Was bringt denn das? Okay. Ja, hier gibt es irgendwelche Gegenstände, dann kann man sich bestimmt irgendwann heilen. Ne, aber noch kann ich das nicht. Aber das Spiel vor dem ersten Teil. Wenn ich dann... Mal gucken, ob ich danach noch Resident Evil Teile Let's Player habe hier im Shop auch welche gesehen. Das kam heute. PlayStation Store. Man muss gar nicht mal PlayStation Plus Mitglied sein, um im Store was zu kaufen. Und ja... Verschlossen. Aber bei ihm glitzert was. Er hält etwas fest. Okay, da wo es glitzert, das war besser bei Ansel Dorn, dass es da Tutorials gab. Oh, ihr schießt ihn, Alter. Ah, nee, das ist der, okay. Warum zielt er auf mich? Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Ah, nee, das war doch der. You're the prisoner that was being genau der. You were with those soldiers outside. I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around. So, I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Ich dachte erstmal, das wird er da. We can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters. Als ob der jetzt gestorben ist. Alter, der Hund war richtig. Spiel wird gespeichert. Yay! Bist du geistesbehindert? Alter, geht's doch? Ach du Scheiße. Okay. Also man kann sich wohl irgendwie wehren und er scheint tot zu sein. Ja, okay.
Aber zur Sicherheit, weil es so lustig ist. Hehe. Oh Mann. Jetzt kann ich hier aber durch. Ich habe ja den Schlüssel eingesammelt. Willst du mich verarschen? Zugschlüssel stand da doch. Oder gehört das irgendwo anders? Warte. Nee. Ich komme hier nicht durch. Ein Karten. Okay. Warte. Hier ist ja noch ein Raum. Zugführerbüro. Okay. Edward ist tot. So hieß er doch. Ja. So hieß er. Nee, es ist hier nur irgendeine Heizung. Aber hier können wir rein. Zimmer 202. Okay. Ach du Scheiße. Das kannst du ruhig aufheben. Dann halt nicht. Aber das hier. Passagiertagebuch, 14. Juli. Heute kamen neue Befehle vom Boss. Wir sollten anscheinend über die Überreste des Labors in Clay Mountains untersuchen. Es gibt zwei Gruppen. Die erste Gruppe soll prüfen, was noch von dem abgebrochenen Experiment übrig ist. 16. Juli. Testproduktion der bioorganischen Waffen Typ Y-139 musste leider wegen der Untersuchung eingestellt werden. Das gleiche gilt für Typ... das hab ich doch grad... Das war doch der gleiche Typ. Ah ne, den halt in Klammern. Was weiß ich. Wir wissen immer noch nicht genug über Reaktionen auf das T-Virus in Krebsen. Es gilt, noch viele interessante Aspekte zu erforschen. Das ist dieser T-Virus, das wissen wir. Je nach Spezies und Zuchtbedingungen sorgen schon die kleinsten Dosen des T-Virus für erstaunliche Äußerungen in Bezug auf Strukturgröße, Vermehrung, interne Gifte und Hirnentwicklung. Würden diese Auswirkungen gesteuert, wäre es unmöglich, eine mächtige Waffe herzustellen. Doch die abrupte Entwicklung der Schale resultiert in einer entsprechenden Zerbrechlichkeit. Bestimmte Bereiche werden äußerst schwach. Leider gehört auch die Kopfschale zu diesen Bereichen. Betrieb des Labors ist für Untersuchung. Daten und Monster für unsere Arbeit fänden. 19. Juli. Wie weit geht denn das hier noch? So, okay. Der Tag scheint gekommen. Ich werde immer nervöser. Alle Zeitungen und TV-Sender an Raccoon City berichten über bizarre Morde in den Vororten der Stadt. Könnte es das Virus sein? Ist es nicht der Virus? Das Virus? Wenn ja, dann. Nein, ich darf nicht daran denken. Ich muss mich auf den reibungslosen Ablauf der Untersuchung konzentrieren. Alles klar. Ich wusste doch, wir finden was zur Heilung. Das ist bestimmt sowas. Okay. Es ist eigentlich ziemlich einfach gehalten, aber es geht eigentlich. So, jetzt möchte ich mal gucken, ob ich mich mit dem Spray heilen kann. Kann ich. Jetzt steht er gesund. Das ist cool! Ja, ist es halt Survival-Horror wie Until Dawn. Mal gucken. Ne? Klar, gebe ich dem Spiel eine Chance. Sonst würde ich es ja nicht let's playen. Kann man eigentlich speichern oder so? Geht denn das? Och, du Scheiße, Junge. Ja, genau. Keinen Money, ist klar. Okay, und ich muss wohl ein bisschen rumzappeln, dann verpisst er sich. Hier ist keiner mehr, okay. Das war, was war das denn gerade für eine Scheiße? Keine Muni, ist klar, ey. Wir gehen die Treppen hoch.
Ja, vielleicht hilft es bei der Heilung, ich weiß es nicht. Boah, Junge, was ist denn hier los? Boah. Was ist das für eine abgefuckte Scheiße hier, ey? Boah. Und wir gehen die Treppen wieder runter. Aber konnten wir hier vorher durch? Ja, konnten wir, aber was war hier hinter nochmal? Ich will den Schlüssel benutzen können. So. This is Rebecca. Over. Enrico, hello. Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people. We have also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Ach du Scheiße. Ich weiß halt nicht, ob das Ding mal speichert hier. Ich würde jetzt eigentlich den Part gerne beenden. Aha. Ja. Ah, cool. Da ist, glaube ich, nichts mehr. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Das Spiel hat keinen Bock zu speichern, ne? Okay. Und wir müssen wohl im nächsten Part irgendwann für Strom sorgen. Ich verstehe einfach nicht. Kannst du, oder? Es geht weiter. Es wird halt nicht wirklich gesagt, ob es speichert. Okay. Excuse me, sir. Sir. Als ob, Alter. Ja, genau. Ups. Jetzt wird's nicht mehr so einfach. Oh Gott. Ich hatte hier Angst, dass das Spiel zu einfach wird. Das wäre geklärt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Oh man. Nice. Are you okay? Wer ist dieses geisteskranke Ding? Who is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right? Ja, danke. Okay, tschüss. Spielhandbuch 2 Figurenwechsel. Sie können zwischen der Steuerung der beiden Hauptfiguren Rebecca und Billy umschalten. Nutzen Sie deren unterschiedliche Fähigkeiten, um im Spiel voranzukommen. Die derzeit gesteuerte Figur wird als Hauptfigur bezeichnet. Die andere Figur ist die Partnerfigur. Ja, die Partnerfigur bewegt sich allgemein auch selbst steuern. Durch die Auswahl von Portlauf. Okay. Beide Figuren bewegen sich unabhängig voneinander. Der Partner bewegt sich gemeinsam mit der Hauptfigur. Angriff. Der Partner greift automatisch an. Der Partner greift nicht an. Da wechseln sie zwischen Solo- und Teamverhalten. Okay. Drücken Sie auf den... Okay. Ist die Partnerfigur in der Nähe, können Sie über den Statusbildschirm Objekte austauschen. Wählen Sie ein Objekt aus dem Objektkasten. Darauf-Figuren verwenden Sie den Befehl Austauschen. Rebecca zeichnet sich durch folgende... Kann Kräuter mischen. Schwache Verteidigung kann mit Hilfe eines Mischsets Chemikalien mischen, okay? Kann keine Kräuter. Okay. Gut. Angriffe. Sowohl die Haupt- als auch die Partnerfigur sterben, wenn sie zu schaden. Daher sollten sie den Zustand der Figuren im Auge behalten. Mit einem Partner. Warte, geht. Okay. Bei einem Partner mit einem anderen Raum angriffen fordert. Okay. Eine Grätsche können nicht von einer Figur allein gelöst werden. Wenn sie nicht weiterkommen sollen, prüfen sie, ob ihr Partner helfen kann. Okay. Dann würde ich jetzt aber sagen, das war's für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Part von Resident Evil Zero HD. Ciao!